Ja, geht schon. Geht schon klar irgendwie, ne? Ist nicht Wir geil. hatten in der Mitte einen Ist besseren. nicht geil. Ist nicht geil, aber besser. Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale. Mal wieder eine schönen neuen Weltrekord-Challenge. Diesmal wieder mit dabei ist mein treuer Buddy Baror. Hallo, hallo. Da ist er's, genau. Hallo. Diesmal versuchen wir mal so viele Elite-Barbaren wie möglich rauszuspucken. Ich glaube, das wird eine super harte Challenge im Vergleich zu Inferno-Drache und so weiter. Aber wir haben diesmal die Doppel-Elixier-Herausforderung auf unserer Seite. Baror weiß schon Bescheid, ne? Ich weiß schon, wir haben es so gerade einmal versucht, aber es war super schwer. Deswegen weiß ich nicht, wie viele wir schaffen. Vielleicht so 20, 30, Ja, maybe? so 30, 40 wäre auf jeden Fall schon rekordartig, glaube ich. Also, wenn es gut läuft, ja. Also, auf jeden Fall Hose auf und ich würde mal sagen, rein damit, ne? Hose auf und rein damit, auf jeden Fall. Okay. Immer. Always. Nee, aber die doppelte Elixierphase ist ja mal perfekt. Diese Herausforderung, die gerade läuft. Ich meine, wenn dieses Video rauskommt, ist die ja schon längst vorbei. Aber die ist perfekt, um einfach diese ganzen Weltrekorde zu machen. Weil man von Anfang an schon diese Elixier hat und das ist einfach super nice. It's pretty good. Pretty good. Pretty good. Okay, ich du hoffe gehst mal. Nicht meine Elite, aber man hat sie, ne? Ja, ich hab nicht so richtig was. Ich gebe einfach jetzt hier Wut hin und. Die Wutmate und jetzt sollte reichen. Und. Ja, okay. Ah, okay, der macht einen Schaden, ist aber. So, zwei Schaden ist okay. Der hat zwei Schaden gemacht. Was ist das zwei für Schaden. Eins? Das ist eine Maßeinheit. Was ist zwei das für Schaden. Ein Schaden, ja? Wenn du mit deinem Auto irgendwo reinkrachst, hast du vielleicht einen Schaden oder zwei Schaden. So, du hast jetzt schon Grabstein. Ja, aber die machen ja halt nichts. Die kannst du ja locker im abwenden. Das ist nur, damit ich ein bisschen Dimitri machen kann. Dimitri? Dimitri. Dimitri? Dimitri? Wie willst du mir Dimitri? Wie ist das du? Ist ein cooler Dimitri? Dude, hab ich gehört. Ist ein guter Dude. Ach, come on. Hätte ich die Kobolde, die Skelette ein bisschen später gesetzt. Wäre das Leben schöner gewesen. Ja, dein Leben ist schon nicht so schön. Nee, ist schon hart. Oh, ich muss ja links noch überhaupt kaputt machen. Fällt mir mal auf. Ja. Nochmal Kobolde machen und ich muss noch einmal Eisgeist, dann haben wir Double Kobolde und einmal, weil ich nicht vertraue. Ich vertraue den Kobolden nicht, deswegen schicke ich noch ein Schwein nach. Also ein reitendes Schwein. Schnitzelreiter. Schnitzelreiter. Ein unverarbeitetes. Okay, gut. Ich mache jetzt links ein Grab. Wir haben gesagt, drei Grabsteine ist relativ okay, ja, ne? Drei Grabsteine ist okay und mit dem gespiegelten Schweinereiter musst du so versuchen, die irgendwie wegzulocken. Ja, ich versuche. So, ersten Barbies, komm raus. Ich pack auch mal einen Schweinereiter jetzt, aber nicht gespielt, halt ganz hinten. Einfach nur, damit ich ein bisschen rotieren kann. Not sure, ob smart ist, aber ich muss ein bisschen rotieren. Wir schauen, ja. Wir schauen mal. Wir sind smarte Dudes, wir können das. Wir sind sehr smarte Dudes. Ja, aber jetzt brauch ich einen Schweinereiter hinten. Jetzt brauch ich einen Schweinereiter. Ja, egal, ich mach so mittel, dass ich die noch mitziehe. Ah, die sind durch die Scheiße. Ich mach zwei, ist mir egal, die werden irgendwann kommen. Die werden kommen. Ne, die wollen nicht, ne? Ne, die wollen nicht, die sind abgelenkt. Come on, guys, please. Erster Try. Erster Dry Run ja besser. Der Dry Run war wirklich besser. Bei uns ist der Dry Run immer besser, oder? Trocken kann ich halt. Wir sind immer abgelenkt durch die kleinen Schwäche. Ja, ja. Ne? Ich meine, wir können jetzt theoretisch ein paar Sekunden noch in der linken Ecke halten und kaputt machen, aber wo ist der Sinn? Wir spiegeln einfach schon. Klar. Ja. Why not? Alter, das Elixier kriege ich hier gar nicht leer. So viel. Ja, das ist total wenig, das ist total fuck, da hatten wir gerade eben. Gerade war besser, aber gerade hatte ich zu viel am Anfang, wenn ich ja deine ein bisschen kaputt mache, deswegen ich jetzt. Bring die um, lass mal Reset machen. Wir haben noch Zeit, wir haben 3 Minuten Zeit. Okay. Ein bisschen mehr pumpen. Okay. Wir haben wirklich noch Zeit, ja. Erstmal pumpen setzen und alles. Wir sind jetzt aber am Turm, deswegen selbst ich die jetzt kaputt und es wird alles gut gehen. Nee, es hat nicht geklappt. Wir müssen nochmal dry. Also nicht dry, wir müssen jetzt. Also Trockenhose aufmachen. Mit Spucke, dann müssen wir nochmal rein. Okay, Anlauf spart gleich drin. Ich meine, es stirbt immer einer, aber ich glaube, ich müsste mehr Elite-Barbaren rausbekommen, als du nicht. Ja. Schweinereiter ist, glaube ich, wirklich gar nicht so schlecht. Macht dir keinen Schaden, kommt gut an. Schweinereiter ist gut. Ja, aber guck mal, ich verliere immer mehr. So. Ja, du kommst auch ein bisschen nach vorne, habe ich das Gefühl. Jetzt ein bisschen hart. Ja, ja. Okay, du bist dran. Okay. Ah. Nee. Das klappt null. Nope. Wie viel haben wir denn? Vielleicht 10? Nein, 10, vielleicht 20. Nee. Ich kann die noch ein bisschen halten da so, aber. Halt die auf. Halt sie auf! Befreit! Holte Chopper! Den. Los! So. Und nochmal. Okay. Okay, das ist eine schöne Masse. Okay, jetzt tun wir auch ziemlich schnell dran. ein bisschen können wir noch. Da geht wirklich viel mehr. Nimm wirklich mal Golem. Golem dauert ewig. Ich hoffe, ich hab den Golem. Das wäre jetzt mega peinlich, wenn ich nicht hätte. Mit einem Riesenpushen traue ich mich aber nicht so richtig.
Ja, wie gesagt, du musst die wirklich hinter der Linie setzen, so dass sie zurücklaufen. Ja, ja, weil wenn ich den Riesen setze, macht ja dann das, mein Skelett macht dann ja wahrscheinlich deine Barbaren kaputt. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst. Ja, die kommen halt schon nah nach vorne, ne? Es muss wahrscheinlich so sein, dass einer kaputt geht. Ja, ein paar werden kaputt gehen, das ist nicht schlimm. Ja, komm, ich setze einen Riesen, scheiß drauf. Ja, siehst du? Ja, okay. Aber der muss wirklich noch ein bisschen weiter hinten. So, jetzt. Der ist gut. Ja, die sind zu teuer. Die gehen zu schnell down. Aber egal, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Nee, es geht. Es geht auch vom Elixier, geht es auch eigentlich noch. Aber jetzt habe ich, glaube ich, zu calculated. Okay. Nee, es ist okay. Riesen. Riesen. Kommt, lauft hinterher, Boys. Golem, bitte funktioniere. Denn sobald sie nach vorne gehen, hätte ich ein Problem. Okay. Soll ich schon mal anfangen zu klonen? Die sind unten dran. Dran. Shit. Klon. Shit. Aber die Taktik mit Golem und Dings ist theoretisch gar nicht so schlecht, finde ich. Ist jetzt viel zu wenig immer noch, aber ich würde sagen, das funktioniert theoretisch. Vorhin hatten wir mehr, ne? Ja, könnten wir aber mit. In der Runde vorhin. Der Riese hat sich nicht falsch angefühlt. Ich werde immer, wenn ich sonst einen Grabstein setze, einen Riesen setzen und der geht nach rechts. Sehr gut. Fucking hell. Das wird nicht. Vielleicht jetzt. Oder ich hab gar nicht so ein schlechtes Gefühl gerade. Ich hab gerade so ein Mittelgefühl. Aber die Skelette. Du darfst keine Skelette aussetzen. Was? Nee, ich muss ein bisschen Skelette. Oder sind die komplett nutzlos? Die machen meine Barbaren kaputt. Entschuldigung. Aber guck mal, die rennen hinterher. Okay, das wird was. Concentrate. Ja. Das wird was. Oh, I fucked up. Mm. Ich hab immer noch einen Troll. Jetzt ein Schnitzel? Nice. Okay, oh, dann ne? Noch ein Reason. Dann noch ein. Nein! Ah, die Range ist nicht so weit. Kill you. Die Range ist nicht so weit. Die Höhe verschwindet. Okay, ich hab. Aber theoretisch ist es möglich. Ich hab's jetzt voll verkackt, aber theoretisch wäre es möglich gewesen, hätte ich nicht verkackt. Okay. Oder? Theoretisch wäre es möglich gewesen. Theoretisch. Alles kaputt gemacht. Ist okay, es klappt trotzdem. Wir haben noch Zeit. Wir können jetzt hier noch ein bisschen aufbauen. Den auch kaputt macht mich aber sauer. Okay. Ist alles gut, wir können noch ein bisschen aufbauen. Gib mir noch einfach ein bisschen Zeit. Ja, ich bin dabei. Gib mir Time. Ich geb dir Zeit. Baby Girl. Okay. So. Ich setze übrigens mal ein Eis-Golem. Einfach fürs Rotieren. So. Ich hab langsam keine Lücken mehr. Ist okay. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen mehr Zeit. Gleich haben wir es andersweise rotiert. Okay. Ich hätte noch. Wie viele soll ich denn setzen? Dass die ganze Seite voll ist, oder? Sechs oder vier, oder? Okay. Das wird jetzt aber ein guter Try. Ich werde es gut hinkriegen. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein extrem mittelmäßiges Gefühl, ehrlich gesagt. Also ein extrem gutes mittelmäßiges Gefühl? Extrem gutes mittelmäßiges Gefühl, ehrlich. Okay. Ja, es ist halt alles. Ich hab nichts, was günstig ist zum Rotieren. Ich bin teurer Boy. Ich glaube, wir sind langsam ready, ne? Ich setz schon mal links unten Riese. Ja, okay, ich setz den ersten. Okay, ich hab echt ein kleines Delay. Das ist Delay ist immer kacke, finde ich, im Spiel. Ja, dann. Ups, oh nee, sind die Elite-Barbaren links. Oh no! Ich hab nichts zum kaputt machen, ich kann die freezen, aber ich hab nichts zum kaputt machen, ich hab kein De. Okay, diese Challenge ist eventuell nie passiert, denke ich mal. Vielleicht kann ich nach links ziehen. Nee, ich zieh jetzt. Oh, okay. Fuck ey, wir müssen noch ein Try machen. Das wird heute ein langer Tag. Du wolltest drei Challenges aufnehmen? Ja, die anderen sind einfacher, viel einfacher. Ich hier aufbauen. Okay, ich werde jetzt mega konzentriert sein. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten, was ich machen kann am Ende, aber ich werde trotzdem konzentriert sein. Der vorhin war ja mein Fehler. Ja, aber ich habe auch schon einen kleinen Delay immer, wenn ich was mache. Das macht mein ganzes Leben schwer. Delays machen mein Leben schwer. Soll ich schon irgendwas setzen oder noch weiter rotieren? Ja, Jan Delay macht mein Leben. Jan Delay hat mein Leben zerstört. Kennt, glaube ich, keiner von deinen Zuschauern, ne? Niemand. Als ob die Jan Delay nicht kennen. Leute, schreibt in die Kommentare runter Jan Delay, Hashtag Jan Delay. Oder? Ach, wir nehmen Jan auf. Delay verfolgt mein Flash Real Match. Der Jan. Ach, Jan. Gegen den habe ich Lex im Spiel. Fucking Jan. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, den kennt keiner mehr. Jan Delay kennt doch jeder. Ja, man wir halt. Aber nicht woher denn? Mit welchem Lied? Radio. Ja, mit welchem Lied denn? Wann lief denn das mal Radio? Haus am See oder was auch immer. Das war Peter Fox. Die sind alle gleich. Ja, Glatze und irgendwie komisch. Aber Jan Delay ist der so nasal redet.
singt. Ja, hier, von wegen. Ich hab genug. Ich setze einfach hier schon mal einen riesen Fuck you. Come on. Ist mir egal. Ist hier doch ein Eisgolem. Ist mir egal. Jetzt hier noch eine Pumpe. Ist mir alles egal. Ich spamme jetzt einfach alles. Ja, spam. Und falls überrenne ich dich halt, ist mir jetzt egal. Nein, überrennst du nicht. Die Barbaren sind schon ganz cool, sehr gut. Ja, finden wir raus. Ja. Finden wir jetzt raus. Ja, was machst du jetzt? Ich freeze dir jetzt. Was machst du jetzt, Bitch? Nichts. Nichts. Ich setz noch mehr aus. Ist doch nice. Ist doch nicer, nicer. Ja, aber sobald... Nein, falsche Seite. Habe ich ein rechts gesetzt, dass du... Einer ist... Nein, die sind im Hockrider. Okay. Du musst ihn einkillen, wie auch immer. Ich versuch den... Nein, okay. Fucked up. Aber, okay. Sobald einer auf der falschen Seite ist, ist einfach der ganze Rhythmus kaputt. Ja, der macht jetzt alles kaputt, das war's. Du versuch ihn einfach gleich zu doppeln. Wo ist der Doppler? Wo ist der Doppler? Versuch einfach zu doppeln, was wir gleich haben. Ich halte jetzt hier und jetzt kannst du doppeln. Kommt einfach nicht. Oh. Da. Okay. Doppel. Okay. Ja, geht schon klar irgendwie. Ne? Ist nicht geil. Wir hatten in der Mitte einen besseren. Ist nicht geil, aber besser kriegen wir es nicht hin. Okay, Leute, wir hatten in der Mitte einen wirklich guten Versuch gehabt. Ihr könnt ja da mal die Elite-Barbaren zählen. Ich würde mal meinen 15, vielleicht 20. Ja, aber. Auf jeden Fall eines der schwierigeren Challenge, will ich. Der geht mehr. Schaut auf jeden Fall bei Bardo vorbei und hinterlasst ihm mal einen schönen Abo. Und schreibt mal kurz in die Kommentare, schreibt in die Kommentare, wie ihr das gemacht hättet von der Taktik, ob ihr gesagt hättet Grabstein, vielleicht Friedhof, vielleicht habt ihr irgendein Upgrade, dann kannst du das nochmal versuchen und richtig hinkriegen. Vielleicht geht es ja, falls nochmal eine doppelte Elixierphase kommt. So, und wie immer noch, hinterlasst mal bei Bardo ein Abo und hinterlasst einen schönen Gruß von mir, Stanami. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt und gebt mehr Flosse. Lopp.